Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf der Kreisunna. Wir sind wieder zurück, oder ich bin wieder zurück, und wir haben ja beim letzten Mal, sind wir zum Händler hochgedüst und haben uns etwas Flüssigdünger organisiert. Und der Kollege mit dem Fendt arbeitet jetzt weiter, das heißt, Flüssigdünger wird ausgebracht, damit wir hier auch eine gewisse Düngung zustande bekommen. Das funktioniert alles sehr gut. Ich habe auch den Kurs fertig angefahren. Das heißt, wir haben den ersten Kurs, den ersten CP-Kurs schon gemacht. Hier wird es noch fleißig gekrubbert. Bitte fahr nach links. Sehr schön. Da warte ich jetzt noch einen kleinen Moment und dann geht das los mit dem, oder geht es weiter mit dem Ansehen. No, das ist falsch. Du musst hier weitermachen, Kollege. Da hätte ich jetzt fast den Bock abgeschossen, ne? Ich weiß auch gar nicht, ich glaube wirklich, dass wir uns das Kobern sparen hätten können. Weil das ist eine Direktsaat, ne? Die würde theoretisch auch ins Geflügte rein sehen. Aber was ich nicht weiß, ist, ob das dann mit der zweiten Düngerstufe funktioniert. Das ist die Frage. Das funktioniert. Der, wie gesagt, muss noch ein bisschen warten. Der Radlader, ja, das ist eine gute Frage. Wir gucken uns tatsächlich am Hof jetzt erstmal um. Wir wurde nämlich, glaube ich, und ich kann mir vorstellen, dass ich geschrieben habe in den Kommentaren, ich soll mich mal am Hof erst umgucken, bevor ich außerhalb nach Produktionsstätten suche. Weil am Hof ist tatsächlich auch einiges zu machen. Kartoffeln haben wir halt keine, weißt du? Kompost habe ich auch noch nicht. Und Kartoffeln und Weizen habe ich auch noch nicht. Also Weizen schon, aber keine Kartoffeln, ne? So, das war die Produktionsstätten hier. Hier ist alles sonst leer, ne? Hier ist Tier, Jauche, was auch immer das sein soll. Ich glaube, es ist Gülle, aber gut. Und hier haben wir die Kartoffeln, ne? Hundertprozentig sind das die Kartoffeln hier. Was mich noch sehr interessieren würde, ist das Thema Müll. Das ist echt ein Thema, das interessiert mich auch wirklich sehr, wie das hier funktioniert. Bin ich aber noch nicht schlau geworden, muss ich mir das nochmal genau angucken. Eierfabrik haben wir hier vorne. Ja, ich glaube tatsächlich, dass wir uns mit den Hühnern beschäftigen müssen. Das hat nämlich gar nicht schlecht ausgesehen am Hof. Fahr bitte nach rechts. Sie fährt nur ein Stückchen links zum Drehen, keine Panik. So, fährt nach rechts, perfekt. Ich zeige euch, was ich meine. Hier ein bisschen schneller. Noch ein bisschen schneller. Das hier. Das sieht tatsächlich nicht so schlecht aus. Wow. Hier ist ein Goldnugget. Dankeschön. Genau, das ist unsere Hühnerfabrik, möchte ich nicht sagen, aber unsere Legestation auf alle Fälle. Geht das hier auf? Oh, guck mal, das geht hier auf. Nice. Hallo, guten Tag. Na, wie geht's euch? Okay, ich lasse euch in Ruhe, ich gehe wieder. Kartoffeln, Weizen, Mais. Sehr schön gemacht. Wunderhübsch gemacht ist das hier. Okay, das heißt, wir werden uns mal gucken, jetzt, was wir hier reinwerfen können. Wir können hier reinwerfen für eine Eiermixproduktion. Oder beziehungsweise wir machen erstmal Strohbeutel. Vielleicht können wir die Strohbeutel schon zu Geld machen. Mir fehlen halt die Kartoffeln, ne? Kartoffeln. Ich lese überall Kartoffeln. Können wir hier andere Tiere kaufen? Nein. Da kann ich mir so nicht vorstellen, ne? Wo ist denn der Tier? Nee. Der hier. Gehen wir mal ganz kurz hier hin. Nee, die drei Sachen gibt's. Okay. Bin mir getäuscht. Das funktioniert. Wir können eigentlich den, den hier wieder anstellen. Dass der uns hier weiter den Weizen ansieht. Und wir müssen uns... Vielleicht können wir uns eine Kartoffellegemaschine ausleihen, aber wie wollen wir das ernten, weißt du? Das ist halt die große Problematik dran. Ich kaufe bestimmt keinen Vollernter. Wenn, dann machen wir das hier mit, weißt du Bescheid, Front- und Heck-Combination. Aber dann müssen wir Feld 4 noch komplett neu machen, ne? Oder war das schon Feld 4? Feld 4 war das, ja. Das müssen wir komplett neu machen. Was mich auch noch interessiert, wie sieht es denn mit Missionen aus? Kann ich hier Missionen machen? Das funktioniert, guck mal an hier. 4000, das ist ja gar nichts. 26 besuchen. Keine Mission. 1,5 Millionen ist halt auch ein netter Schlappen, ne?
12.000, ja, das würde mir schon eher passen. Dauert, steht da ungefähr eine Zeit, 30 Minuten. Das heißt, wir können das in der Folge tatsächlich mal machen. Ja, das klingt tatsächlich nach einem Plan. So, den räumen wir jetzt auch mal ein bisschen auf hier. Und wie gesagt, wir können ja noch notfalls den LKW verkaufen, den großen Lizard. Ich brauche den halt einfach nicht. Und das ist nicht mal jetzt irgendwie gelogen oder irgendwas. Ich brauche den halt wirklich nicht. Also ein Fass würde ich mir immer aufbehalten. Also kannst du ja immer für irgendwas verwenden, so ein Güllefass. Aber ein LKW, wenn ich einen MAN habe, wofür? Weißt du, wofür? So, steht auch schon mal nicht mehr im Weg. Oh, schaffst du das? Boah, da kannst du dir eigentlich, das kannst du dir nicht echt sparen, oder? Das kannst du dir echt sparen. Da fahren wir lieber direkt auf die 4 runter. Oder rauf, besser gesagt. Und machen dann bei der 4 weiter. Weil das bringt ja, also diese Streifen hier, das kostet mehr Geld als sonst irgendwas. Nee, da bin ich nicht einverstanden mit. Nee. So, Rundumleuchte ist an. Und dann fahren wir hoch zur 4. Ja, wir werden da Kartoffeln reinballern, ne? Ich sag's euch, wie es ist. Weil wir brauchen Kartoffeln an jeder Ecke und Ende. Ja, wenn, da kauft ihr mal eine Packung Deutsch. Wir brauchen halt sehr viel Kartoffeln. Egal in welche Richtung. Du kannst Kartoffeln waschen und sowas. Ich hätte hier auch Kartoffeln anziehen sollen. Aber egal. Dann haben wir zumindest ein bisschen Stroh. Ladewagen haben wir auch am Stissel. Das passt dann schon, weißt du? Aber wir müssen da gucken, dass wir halt so viel wie möglich bei dem Feld 4 noch rausdrücken können. An Kartoffeln. Ja, hier ist auch schön gepflügt. Das hat der Vorgänger hübsch gemacht hier, mit dem Pflügen. Oh, aber auch ein riesengroßes Feld, ne? Wie sieht das aus mit dem Schild? Ja, passt. Das heißt, wir müssen auf alle Fälle grubbern hier. So, H für Helfer. Und was kostet so ein Kartoffellege-Dingens hier? Das weiß ich gar nicht. Siehst du, so oft verwende ich das. Es gibt das kleine für 21.000 mit 3 Meter. Es gibt aber auch das hier. 6 Meter für 58.000. Soll ich mir gleich das große kaufen? Moment mal. Wir machen das jetzt so. Wo ist denn eigentlich unser LKW? Der muss erstmal. Wo stehst denn du eigentlich, Kollege? Oder T. Okay, hier. Genau, dich werde ich jetzt verkaufen. Ich werde das aber gleichzeitig noch nutzen, um mir noch einen Kurs reinzufahren. Oder rauszufahren, ist egal. Der kommt weg. Weil ich. Was soll ich denn mit so einem Ding hier machen? Ich bin hochzufrieden mit dem MAN. Der ist mir 10-mal lieber als wie das Ding hier. Das habe ich, fahre ich schon auf der Northern Alberta. Das brauche ich hier nicht auch noch. Heute kommt kein Bus. Wohngebiet 30. Juckt mich nicht. Tschüss. Okay, dann folgen wir den zum Händler und dann können wir mal gucken, ob wir vielleicht eine Kartoffelsämaschine abholen können. Wir bräuchten auch mal so einen Plattformanhänger. Haben wir nicht sowas? Wir müssten mal, by the way, ein bisschen Zeug holen. Flüssigdünger speziell, weil der ist halt kurz vor empty, ne? Da müssen wir aber auch im Trecker hochfahren. Ja gut, vielleicht schaffen wir das, dass wir vielleicht so eine Art Plattformanhänger mitnehmen. Oder den könnte ich aber auch fürs nächste Mal mit reinnehmen, weil das ist ja hier Ende der Staffel. Das heißt, Folge 1 bis 4 ist jetzt hier mit aufgenommen. Oder wird eben, die vierte Folge wird gerade aufgenommen. Das heißt, also nach dieser Folge werde ich mir alle Kommentare angucken und werde nach diesen Kommentaren meine zukünftigen Mods entscheiden. Das heißt, wenn ihr dann noch Vorschläge habt, was hier reinpasst, dann könnt ihr mir das gerne jetzt in die Kommentare reinpfeffern und ich gucke mir das mal ganz in Ruhe an. So, hier sind wir schon da. Das heißt, eines der wichtigsten Kurse haben wir jetzt schon mal und das ist Händler, Hof und Hofhändler. Stopp, speichern. Hof, Unterstrich, wow, Händler. Zack, haben wir gemacht. Das heißt, kann verkauft werden. Ja, das sollte doch einiges noch geben, oder? Der ist ja nicht billig, bitte. Wie viel? Oh, geil! 146.000 ist halt schon eine Menge Holz, ne? Okay. Warum? Okay, der ist echt zu schnell, ne? Da muss jetzt noch ein bisschen Pause machen, der Kollege. Warte mal noch. Warte. So.
Okay, was haben wir noch am Hof stehen? Wir haben noch einen Deutz am Hof, glaube ich. Genau, hier ist er. Der Deutz könnte uns eigentlich noch weiter grubbern. Genau, wir haben noch einen zweiten Grubber hier rumstehen. Der Deutz könnte noch grubbern. Genau, hier ist noch der zweite Grubber. Weil gedüngt ist schon. Jetzt grubbern wir das Ganze nochmal. Dann wird nochmal gedüngt und dann wird hier ne, Kartoffel raufgeworfen. Hoppla. So. Wo müssen wir denn raus? Kommen wir hier rechts? Kommen wir auch raus, glaube ich. Jau, Mann, hier passt. Irgendwer drückt die ganze Zeit auf Quietsch Engine hier. Wer ist denn das? Mein Gott. So, der macht seinen Job auch richtig gut. Also hier musst du wirklich mit sehr vielen Traktoren arbeiten, glaube ich. Weil du hast einfach diese enormen Flächen. Was ich sehr gut finde, ist, dass die Map, also diese Felder hier sehr helferfreundlich gestaltet wurden. Das rechne ich dem Modder sehr, sehr hoch an. Wenn du dich auf das auch noch konzentrieren musst, ne? Dann wirst du ja nicht mehr fertig. Dann gehst du irgendwann unter, glaube ich. Was wir uns auch überlegen müssen, ist, ob wir nicht einen Düngersteuer kaufen. Weil jedes Mal diese Flüssigdüngergedöns erholen vom Händler ist halt auch nicht so geil. Ist das der Rand? Ja, das ist der Feldrand, okay. So, wir machen schon mal einen kleinen Einkauf, ne? Weil sonst wird es wieder nichts, ich weiß es ganz genau. Wir nehmen diese Sämaschine. Ja. Und was mir auch wichtig ist, wir nehmen einen Düngerstreuer. Weil Düngerstreuer ist halt schon geil. Der wäre cool, haben wir aber kein Geld für. Wir nehmen 4000. Oh. Wir nehmen den hier, komm. Okay, was wir natürlich auch noch machen könnten, wäre einen Striegel kaufen, aber dafür haben wir jetzt ehrlich gesagt keinen. Da habe ich jetzt keinen Bock drauf, weißt du? So. Wir müssen hier echt noch warten. Der fährt einfach zu schnell. So, wir könnten aber nochmal jetzt in der Folge mit dem hier runterfahren. Ich probiere jetzt nicht heraus. Kann man. Hier ist eine Straße, nehmen wir doch die, Werner. Was hältst du davon? So, wir machen hier auch einen Kurs. Ich weiß nicht, ob ich hier nochmal hochfahren muss, aber ich mache hier einfach einen Kurs. Wir fahren ja sowieso die Strecke ab. Weil ich den am Hof haben möchte, den LKW. Weil hier oben bringt mir ja gar nichts, ne? Oder sollte das vielleicht doch ein. Vielleicht sollte das auch ein Zeichen sein, weil das Spiel mir sagen will, du musst mit Holz anfangen. Weißt du? Kann ja auch sein. Aber, weiß ich nicht. Ich bin echt mega auf eure Kommentare gespannt. Wirklich gespannt. Wir müssen hier. Ja, ist eine gute Frage, ne? Am besten würde ich sagen, noch eine Straße und dann rechts abbiegen. Ich fahre den MAN 100 mal lieber als wie den amerikanischen Dingens hier, ne? Das habe ich euch, glaube ich, schon mal gesagt heute. So, seht ihr, das sind unsere Traktoren, die hier bewirtschaften. Also das Straßennetz ist relativ simpel gehalten, aber trotzdem zielführend. Boah, Alter, stell dir mal vor, wenn wir so ein Feld kaufen müssen, dann bist du gleich mal eine Million los, ne? Hey. Aber, ja, gehört halt zur Map. So, hier ist ein Türchen. Also ich fahre überall anders rein, ne? Aber es gibt halt wirklich sehr viele Zugänge für dieses, ne? Wo sind wir denn weggefahren? Wir waren bei Team Bennett. Okay. Stopp. Speichern. Team Bennett unterstrich Hof. Passt. Wunderbar. Dann haben wir das auch gleich mitgenommen. Ah, so, wo stellen wir den? Ich glaube, wir stellen den einfach daneben hin, weißt du? Alter, wer hat denn dieses Quietschentchen in der Hand? Passt. Wunderbar. So, wir könnten eigentlich noch den, genau, den hier wieder anschmeißen. Weil das geht sich jetzt auf alle Fälle aus. Ah, ich freue mich drauf. Ich freue mich schon auf die erste Ernte, muss ich echt sagen. Ich weiß nicht warum, aber ich freue mich einfach drauf. Gut. Ja, wir werden es. Ach komm, lass mal. Bis zum nächsten Mal. Ist ja nicht mehr so lange. Liebe Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben. Da würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Und wir sehen uns, wenn ihr möchtet. Beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Macht es gut. Ciao, ciao.